Hallo, hier spricht Enrico Ferraro. In diesem Video geht es um die Anwendung von Revisto auf einem iPad, zum Beispiel auf der Baustelle. Wenn man Revisto 5 vom App Store heruntergeladen hat und man sich dann eingeloggt hat mit seinem Login, dann kann man auf das Projekt mit dem Finger einen Doppeltipp machen und landet dann entweder im 2D oder im 3D oder im Pendenzentracker, wo ich dann beginne zu arbeiten. Vorgängig sollte ich wissen, dass wenn ich ohne Internet unterwegs bin, dann sollte ich hier auf Projekt klicken und an der Stelle hier für Feld herunterladen machen. Das heißt, Revisto lädt dann alle Daten, also alle 2D, 3D-Informationen plus alle Pendenzen in den Cache des Gerätes herunter, damit ich dann netzwerkunabhängig arbeiten kann, kann dann unterwegs Mängel erfassen, Pläne angucken und so weiter. Wenn ich am Schluss etwas verändert habe, dann kann ich das zurücksynchronisieren, sobald ich wieder eine Internetverbindung habe. Wenn ich nur jetzt hier im 2D-Bereich bin, dann kann ich an der Stelle entweder in der Struktur direkt, zum Beispiel bei Medical Center draufklicken, um da dann entsprechend bei den Architekturplänen einen bestimmten Plan zu öffnen. Ich nehme jetzt zum Beispiel den Basement Overall Plan. Wenn ich da draufklicke, sehe ich dann rechts die Vorschau, sehe das Datum. Ich könnte oben rechts noch auf die Versionen klicken, um zu sehen, dass da weitere Pläne aktualisiert wurden. Wenn ich hier Öffnen sage, dann sehe ich den Plan. Für die jetzige Schulung habe ich hier diesen Knopf hier unten auf Keine gesetzt. Ich könnte hier sonst den Markup-Modus verwenden und Pins. Ich werde der Einfachheit halber hier mal auf Keine lassen, damit wir die verschiedenen Möglichkeiten in Revisto hier kennenlernen wollen, die wir für die Navigation brauchen. Ist der Plan offen, kann ich mit zwei Fingern pinchen, also auf und zu kneifen, um irgendwo hinzuzoomen. Ich kann mit einem Finger den Plan panen, also bewegen. Und was in der aktuellen Revisto-Version interessant ist, ich sehe, wenn ich in 3D schon irgendwo gestanden habe, sehe ich die Position hier angezeigt. Wenn ich jetzt mit der Projektstruktur noch nicht vertraut bin oder es ganz viele neue Pläne gekommen sind, dann habe ich die Möglichkeit, in Revisto oben im Suchfeld drin hier direkt einen Teil des Dateinamens einzutippen. Wir hatten jetzt einen Basement Overall Plan. Ich beginne hier einfach auf der Tastatur Basement zu schreiben und sehe, dass die Pläne hier gefiltert werden. Mir reicht das schon. Ich sehe diesen Basement Overall Plan. Ich kann da drauf tippen und kann den Plan hier so öffnen. Eine andere Methode wäre, dass ich hier oben, ich gehe da nochmals die Struktur zurück. So. Wenn ich einen Teil vom Dateinamen suche, kann ich hier oben eben den Text reintragen. Wenn ich einen Text suche, der im Plan enthalten ist, dann kann ich hier Inhalt suchen aktivieren. Das heißt, ich tippe drauf. Sollte ich so ein Ausrufezeichen bekommen, dann muss ich die Pläne kurz indexieren. Das heißt, ich kann danach hier einen Teil von dem Raumnamen eingeben. In meinem Fall ist das ein Raum, der heißt UV plant. Schreibe hier jetzt mal UV rein und Revisto filtert dynamisch die Pläne raus, wo dieses Wort drin vorkommt. Das heißt, ich kann jetzt wieder auf den Basement Overall tippen, öffnen sagen und hier sehe ich gelb umrahmt diesen Begriff. Also das heißt, wenn ich in einen bestimmten Raum gehen möchte, kann ich da direkt auch so im 2D-Plan das suchen, kann so drauf kommen. Eine andere Variante wäre noch, falls man QR-Verortung hat, dann könnte ich hingehen und könnte über die Kamera vom iPad einen QR-Code abtippen, hier im Browser sagen, spring mir zu Revisto, also öffne die Applikation. Bei mir war sie schon offen jetzt, aber ich stehe jetzt, man sieht es unten rechts in diesem Stempel drin. Das heißt, das ist der Raum, wo jetzt zum Beispiel dieser QR-Code irgendwo hängen würde und ich kann mich in diesem Raum drin, wenn ich hier auf 3D geklickt habe und ich hier im Pendenzentracker drin bin, dann kann ich mich hier mittels Finger umsehen und kann mich da bewegen.
Das wären die Möglichkeiten, die ich jetzt bekomme, wenn ich im 2D nach Inhalten suche, nach Dokumentennamen suche. Und ich kann jetzt hier einen Schritt weitergehen. Wir haben jetzt mit dem QR-Code gesehen, dass wir schon in ein 3D-Modell springen können oder im 3D-Modell an eine bestimmte Stelle springen können. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit hier, dass wir über diese Schaltfläche 3D können wir, wenn wir da drauf tippen, einen Bereich sichtbar machen, den ich benutzen kann zum Teleportieren. Man sieht hier oben Klick zum Teleportieren. Ich kann also einen Einzelklick machen in den Raum hinein und stehe in dem Raum drin. Jetzt bin ich da gerade mittendrin und kann mich hier umsehen. Und das ist der Raum, den wir vorhin gesehen haben. Also ich habe hier nochmals, wenn ich aus dem 2D kommend diese Schaltfläche 3D anklicke oben, dann kann ich irgendwo im grünen Bereich klicken. Mach das nochmal und stehe dann an der Stelle, die wir vorhin schon gesehen haben mit dem QR-Code. Eine weitere Möglichkeit zum Navigieren, also wenn ich eine bestimmte Stelle suchen will, wäre im 3D selber, dass ich hier auf das Türsymbol klicke. Die Türe steht sinngemäß für die Räume. Und wenn ich an der Stelle jetzt die Raumliste durchsuche oder wenn ich einen Teil vom Namen weiß, also zum Beispiel schreibe ich jetzt Fire, natürlich richtig, Abstand P, dann gibt es nur noch einen Raum, den Fire Pump Room, das heißt die Sprinklerzentrale. Wenn ich da dann drauf tippe, dann bin ich direkt in dem Raum drin. Kann da auch wieder rausgehen. Ich mache dasselbe wie vorhin in den 2D-Plänen. Ich gebe hier jetzt UV ein. Und jetzt gibt es nur einen Plan, eine Stelle im Modell oder einen Raum, wo diese UV-Plant vorhanden ist. Das heißt, ich kann da hintippen und stehe dann in dem Raum drin und zwar in der Nähe von dem Schlüsselloch-Symbol, was den Raum symbolisiert. Bin ich im Modell irgendwo drin und ich möchte wissen, wo ich bin, dann habe ich hier oben die Funktion der Landkarte. Wenn ich da drauf tippe, dann bekomme ich von meinem 3D-Modell einen Horizontalschnitt. Das heißt, wenn ich jetzt da mich reinbewege, dann sehe ich, dass ich auf Augenhöhe einen Schnitt, einen Horizontalschnitt durchs Gebäude durch habe. Das Gebäude ist nach Norden ausgerichtet, respektive in den Koordinaten, die im Modell drin sind. Das heißt, ich kann da rein navigieren, sehe dann anhand von diesem Symbol hier, dass ich da stehe und in die Richtung blicke. Ich könnte jetzt auch direkt einen Doppelklick machen mit dem Finger, also ich mache mal einen Doppeltipp an diese Stelle und bin dann im Modell ein bisschen weiter drüben. Ich wieder auf die Karte klicke hier oben, dann sehe ich, wo ich jetzt neu stehe. Ich kann also die Kartenfunktion verwenden, um im Revisto zu navigieren. Das heißt, ich gehe hier nochmals mit dem X zurück, kann nochmals auf die Karte klicken, kann da rauszoomen und kann jetzt einfach einen Doppelklick irgendwo hin machen und ich werde dahin teleportiert. Das alles im 3D drin. Wenn ich das Geschoss wechseln will, wir sind hier in einem kleinen Teil vom Basement. Wenn ich jetzt sage, ich möchte zum Beispiel auf den Ground Floor gehen, das heißt das Erdgeschoss in meinem Fall, dann kann ich da drauf tippen. Ich bekomme das Gebäude auf der Höhe geschnitten. Das ist in meinem Fall jetzt der Boden. Und wenn ich jetzt einen Doppeltipp mit dem Finger mache, dann bin ich im 3D-Modell, jetzt wie eine kleine Maus, weil das Geschoss auf Bodenhöhe definiert ist, und kann mich hier drin lokalisieren, bewegen und kann hier in der Landkarte wieder schauen, wo ich bin. Jetzt Navigation im 3D. Das Tablet hält man in der Regel so, dass die beiden Daumen links und rechts, unten, links und unten rechts irgendwo hier drauf kommen, also da und da. Wenn ich jetzt im Modell mich bewegen will, dann kann ich den linken Daumen aufsetzen, bekomme dann so ein Menü, wenn ich den zu lange drauf halte. Also das ist das Kontextmenü, wo ich auch Modelle ein- und ausblenden kann. Wenn ich jetzt nur kurz tippe und gleich bewege, dann bekomme ich so einen virtuellen Joystick und ich kann mich im Modell links, rechts, vorne, hinten hier so bewegen. Möchte ich mich umsehen, dann ist das der rechte Daumen. Das heißt, wenn ich jetzt im Modell
den Daumen so bewege, dann kann ich irgendwie den Kopf drehen, kann da im Modell herumschauen und könnte jetzt auch mit dem linken Daumen wieder dran denken, nicht lange aufsetzen, sondern gerade direkt bewegen, dann bekomme ich typischerweise direkt diesen Navigationsjoystick. Und sonst nicht verzagen, loslassen und nochmals drauf tippen. Das heißt, rechter Daumen ist umsehen, linker Daumen steuert die Bewegung. Und jetzt haben wir auf dem Display die Möglichkeit, dass wir irgendwo hinzoomen können. Also ohne, dass ich mich jetzt speziell bewege, sondern ich kann einfach mit zwei Fingern, kann ich jetzt irgendwie die Pinch-Funktion machen, also wie ich ein Foto vergrößere auf einem Tablet. Oder wenn ich mich jetzt rauf und runter bewegen möchte oder links, rechts ohne diesen Joystick, dann kann ich dadurch, dass ich zwei Finger gleichzeitig auf dem Tablet aufsetze, kann ich das Modell nach links und rechts bewegen. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel kurz über die Decke hier hinwegschauen möchte, hier reinschauen möchte, dann kann ich das mit zwei Fingern gleichzeitig rauf und runter bewegen. Wenn ich die Ansicht auf meinem iPad nutzen möchte, um eine Stelle mit der Realität zu vergleichen, dann kann ich in Revisto drin das Gyroskop einschalten. Das heißt, das ist dieser Knopf hier unten. Das heißt, sobald ich an eine bestimmte Stelle schaue und da drauf klicke, dann werden die Sensoren des iPads aktiviert und ich kann das Modell bewegen dadurch, dass ich mein iPad bewege. Ich schaue jetzt nach oben, nach links, nach rechts und so weiter und sehe, wie das Bild mir nachfährt. Dann haben wir hier noch Funktionen zum Messen. Das heißt, wenn ich da drauf tippe, mit dem Finger bekomme ich eine virtuelle Messlinie und zwar, ich bin standardmäßig auf dem Punkte messen. Ich erkenne das daran, dass diese 3D-Messlinie hat hier zwei gelbe Kugeln. Das heißt, ich kann die mit dem Finger irgendwo hinbewegen. Es gibt Fangfunktionen, das heißt, wenn ich jetzt da beim Türrahmen an der Ecke bin und ich zum Beispiel jetzt wissen möchte von der Ecke, macht jetzt mehr oder weniger Sinn, aber wenn ich da jetzt sagen will, ich möchte wissen, wo dieses graue Teil da oben installiert ist, weiß ich, vielleicht Rauchmelder oder Bewegungsmelder, dann bekomme ich hier die Koordinaten angezeigt. Und zwar nicht verwirren lassen, das ist einfach die Raumdiagonale, die 3,13 Meter sind nicht so spannend. Wichtiger sind die Zahlen hier unten. Das Z-Maß stimmt zum Glück in der Regel immer, weil in Z-Richtung keine Verdrehung da ist. Aber X und Y können natürlich jetzt stimmen oder nicht stimmen. Sie wissen selber, wenn die Modelle ausgedreht sind, schräge Wände haben und so weiter, dann weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt gerade parallel zu dieser Wand gemessen ist, weil diese Messung basiert auf Absolutkoordinaten. Das heißt, möchte ich jetzt die Distanz von der Wand hier messen, gibt es dieses Symbol in der Mitte der Maßlinie, das kann ich an eine Wand schieben. Wenn ich loslasse, dann messe ich orthogonal, also senkrecht, lotrecht zu dieser Wand und weiß jetzt, dass der Abstand 0,498 Meter ist und wir sehen, dass wir hier unten eine Abweichung dazu haben. Oder ich könnte jetzt auch sagen, ich möchte, und jetzt verschiebe ich diesen Knubbel wieder an eine Fläche, die in die andere Richtung senkrecht dazu ist und jetzt weiß ich, dass ich von der Kante der Türe hier senkrecht zu dieser Wand orientiert, die 1,54 Meter messen kann. Die Funktion links daneben kann ich verwenden, um senkrecht zu messen. Das ist wie das Laserdistanzmessgerät. Das heißt, ich kann das mit dem Finger bewegen. Man sieht, es hat hier so einen gelben Saugnapf an jedem Ende. Und ich könnte jetzt sagen, ich möchte jetzt hier den Abstand messen oder ich kann da bei der Türe hinklicken. Also ich kann das einfach so für einfache Messungen, die einfach nur in eine Richtung messen, verwenden. Praktisch ist auch hier noch die Funktion Höhenkote, das heißt, ich kann irgendwo herausfinden, wo ich hier bin. Also abgesehen von der Z-Richtung sehe ich hier übrigens auch X- und Y-Koordinaten, damit ich hier erkenne, bin ich georeferenziert oder wo liege ich da auch immer. Die Gefälle-Messfunktion kann ich hier jetzt nicht zeigen. Die würde jetzt anzeigen, dass am Boden ein Gefälle ist. Wenn da nur so eine Kugel kommt, dann gibt es hier
kein Gefälle anzuzeigen. Da gäbe es noch die Variante, dass ich da bei reguläres Gefälle noch wechseln könnte zwischen Rohrgefälle und normalem Gefälle, je nachdem, ob ich jetzt ein Gefälle im Boden messe oder eine Leitung, die irgendwie schräg im Raum ist. Wenn ich aus der Messfunktion rausgehe, dann bekomme ich hier oben wieder alle Funktionen angezeigt. Und hier möchte ich zuletzt noch die Schere zeigen. Und zwar, wenn ich auf die Schere tippe, dann ist entweder in Revisto etwas schon markiert, wie in meinem Fall, dann wird eine Box geschnitten, also sechs Ebenen gleichzeitig. Das ist, weil ich vorhin hier unten den Raum angeklickt hatte. Ich wechsle hier auf Fläche. Das heißt, ich bekomme jetzt einfach von der Position, wo ich stand, ein Flächenschnittwerkzeug angezeigt. Das heißt, ich habe hier zwei Pfeile oben und unten, so einen Saugnapf. Wenn ich jetzt einfach die Pfeile nach oben und unten bewege, dann bekomme ich immer einen Horizontalschnitt. Das heißt, ich kann so das Modell bewegen, respektive die Schnittebene bewegen. Ich kann aber auch diesen Saugnapf hier nehmen und kann den an eine Wand halten und dann schneide ich senkrecht nach unten, also sprich parallel zur Wand. Und so kann ich mir dann im Modell die Situation zum Beispiel der Gebäudetechnik und so weiter anschauen. Oder wenn ich jetzt etwas speziell anschauen möchte, wie zum Beispiel gibt es da eine Steigzone, könnte ich jetzt auch den Saugnapf an so eine Wand halten und die Schnittebene so reinschieben, damit ich dann hier mir das genau anschauen kann, wie da die Gebäudetechnik da verläuft. Bei der Schnittfunktion, wie gesagt, es gibt auch noch die Box, würde ich in einem weiteren Video noch zeigen. Ansonsten kann ich hier eben sagen, ich möchte eine neue Schnittfläche oder ich möchte löschen. Wie gesagt, Fläche ist eine Fläche schneiden, Box ist sechs Flächen schneiden, dann kann ich das gleichzeitig, kann ich das Volumen eines Würfels oder eines Quaders definieren.